So, der Mac ist aufgestanden, auferstanden. Wenn die Hauptwaffe des Macs als erstes abgefeuert wird, beendet das nicht mehr seinen Zug. Das ist schön. Gut. Okay, ein Verwundeten ist klar. Der hat ja ordentlich eingesteckt. Ja, haben wir ordentlich wieder Zeug abgesahnt hier. Ja, okay. Ja, heißt eigentlich weiter scannen. Aha, okay. Plasmawaffenforschung verdient Plasmawaffen. Ja, okay, tu erstmal. Dieses schwer gepanzerte Exemplar ist voll mechanisiert. Wir sind aber nicht sicher, ob es nicht über organische innere Komponenten verfügt. Na? Nix mehr? Okay. Ist ja jetzt nur noch ein Tag, dann ist das gleich fertig. Genau. Sehr schön. Projekt verbesserter Bau in der Gießerei verfügbar. Benutzt die Operation. Achso, die hochwertige Herstellung. Was? 3 Tage, 5 Tage. Machen wir es so. Gießerei. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das sind jeweils die Raumschiffe. Da. Verbesserte Bau. Okay, die haben wir nicht. Ja, okay. Titanrichtung. Ja, die haben wir erstmal. Die hat ja jeder. Ups, oh, Schluck auf. Ah ne, wir wollten ja doch irgendwas. Ne, halt. Einrichtung bauen. Genau. Genlabor. Und hierhin soll dann das. Ne, das nicht. Und zwar das. Waren das genau das hier 250, nicht genug Geld, und das hier oben. Okay, die Kommission so aus wie passiert. Ach so, da können wir dann, ja, ich glaube, da machen wir das mit der Priorität erstmal. So, dann weiter. Ach, das ist das Genlabor, genau. Achso, Genlabor. Ja, genau. Forschung. Commander, das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen. Sie müssen lediglich den Befehl dazu geben. Diese Einrichtung wird das Herzstück unseres genetischen Modifikationsprogramms. Unsere Soldaten werden völlig neue Fähigkeiten erhalten und auf dem Schlachtfeld effektiver kämpfen als jemals zuvor. Je mehr wir über die Genetik der Aliens in Erfahrung bringen, umso größer wird die Bandbreite der verfügbaren Modifikationen werden. Commander, das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen. Sie müssen lediglich den Befehl dazu geben. Ja, das hast du schon mal gesagt. Okay, wen können wir denn hier modifizieren? Okay, Max können wir nicht. Warte mal, warte mal. Da muss man ja natürlich mal gucken. Boah, man kann's. Ach so, das Geld fehlt. Hilft mit plus 20 Willenkraft bei der Verteidigung gegen Xi-Angriffe, macht immun gegen Panik, steht den Soldaten unter Gedankenkontrolle. Na. Steht eine Runde lang betäubt. Achso, er wird dann nur eine Runde lang betäubt, wenn er unter Kontrolle steht. Okay, verursacht Schaden bei C-Angriffen und löst in Abklingzeit all ihre C-Angriffe aus. Verringert nicht die Erfolgschancen des Angriffs, okay? Meine können dann C-Angriffe machen, okay? Gewährt 10 Zielgenauigkeit für jeden Schuss nach einem Fehlschuss. Okay.
Höhenvorteil gewährt zusätzlich 5 Zielgenauigkeit, okay. Oh, kein Geld, okay. Lässt Soldaten beim ersten Mal, wenn sie Gesundheit in der Mission auf Null sinkt, verbluten statt sterben. Die Verblutungsdauer wird um 2 Runden verlängert, verhindert den Verlust des Willenskraft, okay. Adrenalin bewirkt nur bei Überladung des Adrenalin des Soldaten, wenn ein Tod besteht. Wird, sondern der Soldat Phänomen ab. Als Truppenmitglied, Dankeschön, in der Nähe des Angriffes verleiht für 5 Runden einen Auftreten. Okay. Achso, höheren Angriff verliehen. Okay, hier. Die Soldatenprojekte helfen mit einer Haut, der ist elektrisch fällt. Des Gegners in der Nähe enttarnen, aber nicht alarmiert. Er ist außer immun gegen... Okay. Okay. Höher springen. Die Heildauer der Verwundung verringert sich um 66%, ist schneller erholt. Die Soldaten regenerieren 2 Treffpunkte pro Runde bis zu maximal Treffpunkte ohne Rüstung. Okay, also 9 Punkte würde er jetzt hier regenerieren. Puh. Das ist jetzt die Frage, was macht man denn? Das Geld ist ihm halt knapp. Ja. Die Meldsubstanz war bei der Entwicklung von genetischen Modifikationen von unschätzbarem Wert. Aber bisher mussten wir uns auf... Na, ups. Die Veränderung von vorhandenen menschlichen Organen beschränken. Dank der neuesten Autopsieergebnisse ist es uns jetzt auch möglich, physiologische Komponenten der Aliens in unser genetisches Modifikationsprogramm zu integrieren. Vielleicht ist es ja zu viel verlangt von unseren Soldaten, aber es würde sie auf dem Schlachtfeld noch effektiver machen. Ja, ich weiß, ich weiß. So, weiter geht's. Geisterrüstung. Ja, mal gucken, ob Geisterrüstung. Ja, komm, dann haben wir das auch fertig. Rüstung. Geisterrüstung. Okay, 238, ey. Was sagt denn unser bester Schwarzmarkt hier? 238 pro Kopf. Erstmal Exult hier. Okay. Machen wir 5. Beide. Beschädigte können ja weg. Wir brauchen Hilfe, um diese Ausrüstung zu bewegen. Schicken Sie schnellstmöglich ein paar Leute darunter. Ja, werde ich machen. Beim nächsten Mal. Oder auch gar nicht. Haha. 10. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Komm, davon haben wir 10 Stück. So, dass wir auch 10 haben. Wir haben nicht die Ressourcen, um uns blind in eine Verfolgungsjagd zu stürzen. Tun wir hier ganz kurz mal ein bisschen aufpolieren. 5. So, 900 kriegen wir jetzt. Okay, Gegenstände bauen, natürlich die Rüstung. 1, 2, 3. Ja! Das ist schön. Gefordert 8 Leichten. 3 Wissenschaftler, ja, ach komm hier, nimmt sie hin.
eine verdeckte Operation. Jetzt geht's los. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ja, jetzt bin ich mal hier. Genmodifikation, okay. Bewaffnung. Wir haben jetzt 10. Achso, die kriegen einen Verteidigungswert dazu. Ja, jetzt bin ich natürlich... Will ich das? Jetzt habe ich natürlich so viel Geld dafür ausgegeben. Verdammt! Der Träger einer Geisterrüstung kann einen speziellen Modus aktivieren, indem er ihn oder seine Gegner unsichtbar macht. Diese Rüstung versteht den... den linken Arm ihres Trägers mit einem Kletterhaken samt Stahlseil und erhöht so schnellere Höhenwechsel und Zugänge auf taktische Vorteile zu... Okay... Taktische Mittelrüstung. Tarntyp. Gott, ist das viel. Ach du verdammt. Ja, Nee, komm, machen wir einfach so weiter. Also. Jetzt habe ich gerade 1000 rausgeschmissen, fast für umsonst. Wir landen. Ja, gegen Exolt jetzt. Unsere Scans zeigen an, dass eine Exolt-Zelle von Australien aus appariert. Wir müssen das Gebiet sichern, damit unser Agent die nötigen Daten beschaffen kann. Okay,